Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir eine Bosch GTS 10 gekauft. Dazu gibt es, wie gesagt, eine kleine Geschichte. Hatte ich ja den Tag in den News erwähnt. Ja, zu der Geschichte komme ich gleich. Wir werden sie aber auch noch auspacken, beziehungsweise auch einen vorläufigen Platz finden, bis ich dann ein Untergestell für die GTS 10 gebaut habe, was sie sich sozusagen selbst baut. Ja. Ja, also wie gesagt, bleibt dran, freut euch auf die kleine Geschichte und auf ein kleines Unboxing-Video, sage ich mal, im Schnellverfahren. Ja, viel Spaß. Ja, die Bosch GTS 10 ist nun endlich da. Es hat lange gedauert, sehr viel Stress, mehrere Tage in der Telefonleitung gehangen bei Amazon und. Und die kleine Geschichte möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich habe die Maschine zum Cyber Monday gekauft. Am Freitag war das, glaube ich, das Angebot. Ich habe wirklich die ganze Woche da gesessen und habe geguckt, ob diese Bosch GTS 10 endlich im Angebot ist. Dann war sie auch im Angebot und habe sie auch gekauft. Ich habe leider im Nachhinein einen Fehler begangen und habe meine Telefonnummer aktualisieren wollen, aufgrund dessen, dass sie ja sozusagen mich kurz vorher anrufen. Gut, habe sie eben aktualisiert. Und dazu muss man dann seine Kreditkartennummer bestätigen. Habe ich auch getan, habe sie gekauft und danach habe ich noch 4 weitere kleinere Artikel gekauft, so im Wert von 10 bis 30 Euro ungefähr. Und war auch alles kein Problem. Wie gesagt, am Freitag. Am Samstag habe ich das erste Mal die Info bekommen, dass ich meine Zahlungsmittel aktualisieren soll. Ich denke so, hä, habe ich doch gemacht. Also habe ich das irgendwie nochmal kontrolliert, alles geguckt, habe die fünf Artikel nochmal alle bezahlt, also aktualisiert und hat dann auch erstmal wieder funktioniert, dann wieder nicht mehr, dann habe ich sie wieder aktualisiert. Ich denke so, hä, das kann doch alles nicht sein. Dann habe ich das Kreditkarteninstitut angerufen und habe nachgefragt, ob es da irgendwelche Probleme gibt, meine Karte gesperrt wurde oder ich irgendein Limit habe oder irgendwie sowas, ja. Nein, alles in Ordnung gewesen. Ich denke so, hä, nochmal aktualisiert bei Amazon. Gut, dann am Sonntag gucke ich in meiner Liste, also meiner Bestellliste, die 4 Artikel wurden schon wieder nicht, oder ich sollte das schon wieder aktualisieren und scroll weiter runter. Auf einmal ist die GTS 10 nicht mehr dabei. Ich so, hä, was ist das jetzt, wo ist die denn? Ja. Und gucke unter stornierte Artikel, da steht auf einmal die Bosch GTS 10 drin. Ich natürlich leicht wutentbrannt, ja, bei Amazon angerufen, habe gefragt, warum, wieso, weshalb. Ja, die konnten die Kreditkarte nicht belasten. Ich so, naja, aber warum denn nicht? Ja, ja, das wissen die natürlich nicht. Ich, wie gesagt, ich so, okay, alles klar. Ich bei dem Kreditkarteninstitut nochmal angerufen, habe nochmal nachgefragt. Ich so, ja, ich habe hier ein Problem mit Amazon und so weiter und so fort. Er meinte dann so, kontrollieren Sie das alles nochmal ganz genau. Ich habe mit dem am Telefon das alles gemacht. Habe, wie gesagt, die ganze Kreditkarte nochmal aktualisiert und. Und habe einen Amazon-Gutschein gekauft, 100 Euro, einfach so zum Testen. Gut, hat nicht funktioniert, wurde wieder storniert. Ich so, das kann doch nicht sein, zu dem Herrn da vom Kreditkarteninstitut. Er dann so, naja, wir machen jetzt mal noch, eine Idee habe ich noch, habe ich zwar selbst noch nicht erlebt, verdammt selten anscheinend, aber wir versuchen es einfach mal. Er hat es jedenfalls schon mal gehört. So. Also hat er mir den Tipp gegeben, die Kreditkarte komplett zu löschen aus meinem ganzen Amazon-Account. Habe ich dann natürlich auch getan, habe sie neu angelegt, habe nochmal diesen 100-Euro-Gutschein gekauft und siehe da, es hat funktioniert. Ja. Ich dann gleich wieder bei Amazon angerufen, beziehungsweise von dem Herrn noch die Info bekommen, dass bei Aktualisierung manchmal ein Fehler auftreten kann. In der Übermittlung oder wie auch immer. Ja. Wie gesagt, ganz, ganz selten, aber es kommt mal vor. Gut, ich bei Amazon wieder angerufen. Ich habe dann eine Dame dran gehabt, die mir auch recht gegeben hat, dass sie das auch schon mal gehört hat, dass da mit der Aktualisierung bei Amazon und einem Kreditkarteninstitut irgendwie Probleme aufgetreten sind. Ich habe ihr gesagt, ich so, naja, ich habe die Informationen auch gerade von meinem Kreditkarteninstitut selber auch noch bekommen und so weiter und so fort. Ja, sie kann das aber alles nicht veranlassen und so weiter und so fort. Sie gibt das weiter und. Hat sie denn auch getan, wie gesagt, aber es hat sich niemand bei mir gemeldet. So, dann, wie gesagt, ich habe da öfters angerufen bei Amazon. Ich habe diese 2 Tage die komplette Amazon-Leitung fast blockiert, ja, in Anführungszeichen jedenfalls.
Und ich habe das einfach nicht eingesehen. Mir hat keiner eine eindeutige Antwort gegeben, warum, wieso, weshalb das jetzt storniert wurde und die anderen Artikel zum Beispiel nicht. Ja? Nur weil sie das hier im Angebot hatten und das andere waren einfach, ja, ich sag jetzt mal regulärer Preis. Ja? Außerdem waren es jetzt auch kein so hoher Preis. Wie gesagt, hatte ich ja gesagt, 10 bis 30 Euro nur. Aber die Bosch im Angebot haben sie mir einfach storniert und ich sollte sie dann eben zum regulären Preis von, was kostet sie, 770 oder was ist, oder 765 oder was es sind. Habe ich aber nicht eingesehen, weil ich sie ja zu diesem Preis gekauft habe. Ne? Hätte ich jetzt von Anfang an gesagt, okay, ich kaufe mir die für 770 oder 700, was auch immer, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber ich habe extra eine ganze Zeit da gesessen beim Cyber Monday und habe die Seite aktualisiert, bis diese Maschine mal im Angebot gewesen ist. Und ich sag mal, es sind ja auch nicht unendlich viele im Angebot. Ja, die sind ja wirklich, ist ja meistens nach 2 Stunden ist die ja schon wieder weg. Ja, nun habe ich aber, wie gesagt, die bekommen und sie haben die einfach storniert. Habe ich einfach nicht eingesehen und war einfach auch echt ein bisschen stinksauer. Gut, das Ende vom Lied. Ich habe da mehrmals nochmal angerufen. Ich habe, wie gesagt, immer keine Antwort bekommen. Ich sollte eigentlich mit irgendeinem Abteilungsleiter oder wie auch immer da verbunden werden. Wurde ich auch nicht. Also nächsten Tag wieder morgens angerufen, habe wieder gefragt. Ich so, das kann doch nicht sein, dass mir hier keiner eine Antwort gibt, warum, wieso, weshalb das A nicht funktioniert. Warum sie das allgemein storniert haben und die anderen Artikel nicht storniert haben, nur weil die jetzt, ich sag mal, im Angebot gewesen ist. Ich so, Amazon, sie machen doch keine Verluste, sie verkaufen mir die Maschine ja nur zu dem Preis, den ich ja regulär auch hatte. Ja? Und ja, letztendlich habe ich dann endlich mal eine nette Dame, die anderen waren zwar auch alle nett, aber sie hat sich da wirklich hat sich wirklich ins Zeug gelegt und hat da mit irgendwelchen Leuten gesprochen und, ja, und hat mir das Angebot gemacht, ich kaufe die jetzt zu dem regulären Preis und sie schreibt mir, sobald das abgebucht wurde und sobald die Maschine versendet wurde, schreibt sie mir die Differenz auf die Kreditkarte wieder gut. Wie gesagt, ich habe danach noch ein paar mehr Sachen bei Amazon gekauft, auch nochmal so ein paar höhere Beträge. Da war überhaupt kein Problem. Also irgendwo ist bei dieser Aktualisierung dort ein Problem gewesen. Mein Tipp an euch, wenn ihr beziehungsweise von meinem Kreditinstitut. Wenn ihr irgendwann mal bei Amazon eine neue Kreditkarte bekommt und ihr vielleicht das Datum, also das Ablaufdatum aktualisieren müsst, löscht die Karte und legt sie neu an. Also er meinte, wenn es jetzt ganz wichtig ist, ja, zum Beispiel wie bei dem Produkt, dann lieber das so machen. Wenn es jetzt nicht so wichtig ist, naja gut, dann kann man das auch regulär machen. Es funktioniert ja auch fast immer. Ja. Ich habe da jetzt irgendwie so einen Glücksfall gehabt, aber wie gesagt, ist egal, ich habe sie jetzt da, leider über eine Woche oder genau eine Woche zu spät, aber das soll mir jetzt ehrlich gesagt auch egal sein, weil, klar, ich wollte eigentlich diese Ecke hier schon fertig haben, aber lieber eine Woche später da als gar nicht, ja. Weil ich glaube nicht, dass ich das eingesehen hätte, dann 700 und ein paar, oder 770 oder 760 zu bezahlen, wenn ich sie eigentlich für 570 bekommen hätte, ja. Da hätte ich dann gesagt, nee, hätte ich das mich von Anfang an damit abgefunden, ja, ich hätte gesagt, okay, ich will die haben, ich finde die gut und ich weiß, dass die gut ist. Das heißt, dann hätte ich auch definitiv die 770 bezahlt, aber nicht, wenn ich sie ein paar Tage vorher gekauft habe und Amazon sie einfach storniert. Ja. Hätte ich sie jetzt gestorniert, weil ich gesagt habe, nee, ich will sie doch nicht mehr und dann einen Tag später hätte ich gesagt, okay, ich will sie doch, ja, dann hätte ich es verstanden. Aber so wegen diesem, ja, letztendlich wegen diesem Zahlungsfehler, ja, der nun noch nicht mal auf meinen Mist gewachsen ist. Aber gut, ist egal. Sie ist jetzt da. Und ich würde sagen, wir packen sie jetzt auch einfach aus, weil ich bin schon die ganze Zeit total hippelig. Gut, los geht's. Einmal auspacken. Ja, darauf habe ich wirklich lange gewartet, die GTS endlich auszupacken. Ich habe, oder ich werde euch jetzt alles so ein bisschen kurz zeigen, wie ich die ausgepackt habe. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was da genau drin ist oder wie auch immer. Ich werde jetzt nur einfach auspacken. Dann werden wir sie zusammen aufbauen. Ja, und wenn wir sie aufgebaut haben, dann werden wir natürlich auch kurz einen kurzen Testlauf machen und dann auch nochmal ein Brett zuschneiden. Aber ich denke mal, ihr werdet sie dann des Öfteren noch sehen ab sofort in Videos bei Projekten oder Werkstattvlogs oder weil was auch immer noch so kommt auf dem Kanal. Lasst euch einfach überraschen. Ja, ich habe das hier unten jetzt abgebaut, da ich ja sowieso einen Unterstand bauen werde
oder ein Untergestell für die GTS, habe ich das jetzt schon mal ausgebaut und das kommt weg. Ja, lange, lange musste dieses Sägeblatt mal warten, bis es endlich in eine GTS eingebaut wird. Ich hatte es zwar schon mal benutzt, auf der Formatkreissäge, auf der großen, aber jetzt kommt es dann wirklich mal in die GTS auch rein, wo es hingehört. Ja, das konntet ihr leider nicht gut erkennen, glaube ich. Das ist das Sägeblatt vom Truppi gewesen, dieses Spezialsägeblatt, wo damals das Let's Bastel-Logo mit eingelasert war. Was gibt es jetzt groß noch zu sagen? Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe damit jetzt auch einige Schnitte schon gemacht. Ich habe, wie gesagt, die ganze Seite hier fertig. Hier oben ist noch ein bisschen was geändert. Wie gesagt, das werdet ihr alles im Werkstattblog auf alle Fälle sehen. Ich habe euch leider nicht den ersten Schnitt gezeigt. Ich habe euch leider den dritten Schnitt gezeigt mit der Maschine. Ich habe nämlich leider Gottes vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Gut, okay, nicht so schlimm. Ob nun der erste Schnitt oder der dritte Schnitt, ist, glaube ich, jetzt kein so ein großer Unterschied. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden jetzt noch ganz viele Videos dazu kommen. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier nur ein, na, ich sag mal, vorläufiger Platz für die Maschine. Der ist einfach auch viel zu hoch. Ja. Das heißt, das wird alles noch geändert, beziehungsweise sie bekommt einen extra Unterschrank, wo ich die dann eben draufstelle. Da kommt dann definitiv auch noch eins oder zwei Projekte dazu. Ansonsten werde ich eben auch noch ein paar Hilfsmittel für die Maschine bauen. Werde ich dann auch ein paar Videos zu zeigen. Also wie gesagt, da kommen jetzt noch ein paar Informationen und auch natürlich Videos dazu. Also Informationen in dem Sinne, dass ich dann irgendwann nochmal so ein Fazit abgebe, wie ich sie denn nach längerer Zeit finde. Aber ich denke mal, jeder kennt die Maschine. Ich verlinke sie euch unten trotzdem mal bei Amazon. Und da könnt ihr dann gerne mal euch überlegen, ob ihr die vielleicht auch kaufen wollt. Vielleicht so ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch selbst. War jetzt letztendlich für mich auch. Ja, also so mal kurz eine Maschine kaufen geht eigentlich auch nicht. Das war jetzt, wie gesagt, letztes Jahr die Kamera zum Weihnachten, jetzt die Maschine zu Weihnachten. Also irgendwas muss man sich ja selbst schenken. Ja, ich hoffe, es hat euch auf alle Fälle gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, über Kommentare generell. Ihr könnt ja gerne mal sagen, mich würde mal interessieren, was bei euch die optimale Höhe ist. Sagt ihr lieber ein bisschen höher oder sagt ihr lieber ein bisschen niedriger? So viel steht man ja nicht davor, dass man aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Schiebeschlitten hat, dass man den dann lieber ein bisschen weiter runter macht, dass man eben wirklich ganz genau raufgucken kann. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal unten ein paar Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ich werde definitiv beim nächsten Video dann mal mitteilen, wie es bei mir ist, ob ich das lieber höher oder tiefer haben möchte. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und auch die Glocke aktiviert. Dann habt ihr nämlich immer oder bekommt ihr natürlich immer die Benachrichtigung, sobald ein Video online ist. So wie zum Beispiel heute. Ja, ist ja jetzt kein Samstagsvideo, ist ja außer der Reihe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag auch dabei wieder seid. Bis dahin, tschüss!